Die verbotene Stadt im Herzen von Peking. Einst Residenz der allmächtigen Kaiser von China, bis heute der größte Palast der Erde. Ihre Geschichte beginnt mit der Vision eines Mannes. Sein Name Zhu Di. Zhu Di war ein Despot. Gewaltsam riss er die Macht im Reich der Mitte an sich. Grausam unterdrückte er alle, die seinen gottgleichen Herrschaftsanspruch in Frage stellten. Symbol seiner Allmacht war die verbotene Stadt, ein geheimnisvoller Kosmos sich ewig wiederholender Rituale. Der Eunuch Huan An war federführender Architekt. Sein Masterplan basierte auf jahrhundertealten Regeln. Nichts überließ er dem Zufall. Jedes Detail hatte rituelle Bedeutung. Wie gelang es ihm, diese gigantische Palastanlage in nur 3 Jahren zu errichten? Zhu Dis Vision eines göttlichen Palastes war Wirklichkeit geworden. Und doch trug sein Lebenswerk den Keim des Untergangs bereits in sich. Ende des 14. Jahrhunderts kehrt eine siegreiche chinesische Armee aus der Steppe im Norden des Reiches zurück. Sie hatte dort die Mongolen vernichtend geschlagen und das Reitervolk vertrieben, das zuvor 100 Jahre lang über China geherrscht hatte. Die Befreiung von der Fremdherrschaft verdankt China einem genialen Feldherrn, Prinz Zhu Di, Spross der Ming-Dynastie, des neuen Herrscherhauses im Reich der Mitte. Sein glanzvoller Triumph beschert ihm Ansehen und Macht. Beiping, der Norden ist befriedet, so nennt er selbstbewusst seine Residenzstadt. Noch ahnt niemand, dass sich hier einmal ein gewaltiger Palast erheben wird, das Zentrum eines Weltreiches. Denn mit Ruhm und Ehre allein will sich der ehrgeizige Zhu Di nicht begnügen. Noch aber ist seine Residenz Beiping nur ein Provinznest am Rande des Imperiums. Von hier aus hatten die Mongolen über das Reich der Mitte geherrscht. Doch vom Glanz der Metropole ist nicht mehr viel zu sehen. Denn die Hauptstadt des aufstrebenden Ming-Imperiums befindet sich fast 2000 Kilometer entfernt. Fernab der einst unsicheren Nordgrenze liegt Nanjing, die südliche Hauptstadt. Hier hatte Zhu Dis Vater die Ming-Dynastie begründet. Zhu Di war als viertgeborener Sohn von der Thronfolge ausgeschlossen. In Nanjing wurde er früh auf eine militärische Karriere vorbereitet. Mit nur 9 Jahren wurde der Prinz ohne Begleitung, Obdach oder Nahrung in entlegene Wälder geschickt, um sich allein durchzuschlagen. Zhu Di lernte Spuren zu lesen, Fallen zu stellen und im richtigen Moment zuzuschlagen. Die harte Erziehung prägt den Charakter des Jungen für sein Leben. In der Einsamkeit der Berge lernt er nur sich selbst zu trauen, rücksichtslos und zielstrebig seine Vorteile zu nutzen und das Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Fast 40-jährig hat Zhu Di alles erreicht, was ihm sein Vater vorbestimmt hatte. Werter Herr, Yan Gong ist eingetroffen. Lasst ihn herein. Zu Befehl. Doch Zhu Di will mehr.
Die Prophezeiung eines Wahrsagers bestärkt ihn dann in einem Verlangen, das er bislang tief in seinem Innern verborgen hatte. Öffnet die Tür! Majestät, darf ich näher treten? Lasst ihn. Ihr dürft euch zurückziehen. Eure Majestät, ihr habt das Aussehen und das Auftreten eines Himmelssohnes. Ihr bewegt euch wie ein Drache und zieht umher wie ein Tiger. Kein Zweifel, ihr seid der wahre Herrscher über die Menschheit. Eine verführerische Prophezeiung und eine Aufforderung zum Hochverrat. Denn der Himmelsthron ist besetzt. Als rechtmäßiger Thronfolger herrscht Kaiser Yan Wen in Nanjing. Er besitzt das Mandat des Himmels. Er kann daher auf die Loyalität seiner Beamten zählen. Und Zhu Dis Söhne leben als Geiseln am kaiserlichen Hof. Dann aber begeht Yan Wen einen folgenschweren Fehler. Ich gestatte euch, zu eurem Vater nach Beiping heimzukehren. Ihr seid frei. Das Tor meines Palastes steht offen. Lebt wohl. Ein Zeichen zur Verständigung mit dem mächtigen Feldherrn, das dem Kaiser als Schwäche ausgelegt wird. Auf diese Gelegenheit hat Zhu Di nur gewartet. Im Jahre 1402 zieht er mit 1 Million Soldaten vor die Tore der Hauptstadt. In einem 3-jährigen Bürgerkrieg hatten seine Männer zuvor die kaiserlichen Truppen in die Knie gezwungen. Gegen die gewaltigen Mauern Nanjings ist die riesige Armee jedoch machtlos. Statt seine Kräfte in einer langen Belagerung aufzureiben, greift Zhu Di zu einer List. Er nutzt den Opportunismus korrupter Höflinge. Meine Herren, es ist soweit. Öffnet das Tor. Hier, wie vereinbart, für eure Hilfe. Tor aufmachen! Kampflos fällt die Hauptstadt Zhu Di und seinen Truppen in die Hände. Tagelang plündern Zhu Dis Soldaten in den Straßen Nanjings. Selbst vor Palästen und Tempeln machen sie nicht Halt. Viele Gebäude brennen bis auf die Grundmauern nieder. Die Bevölkerung ist den marodierenden Horden schutzlos ausgeliefert. Für Zhu Di jedoch ist der Augenblick des Triumphes noch nicht gekommen. Denn Kaiser Yan Wen ist spurlos verschwunden. Ist er in den brennenden Trümmern seines Palastes umgekommen? Gerüchte machen die Runde. Er habe überlebt und sei durch einen Geheimgang entkommen. Zeit seines Lebens wird Zhu Di der Gedanke verfolgen, dass Yan Wen lebt und eines Tages Rache nehmen wird. Beamte des Reiches, kniet nieder für den neuen Kaiser! Am 17.